Oh, was ist hier? Rucksackklaue. Ach du meine Güte. Das wird jetzt blöd. Die können wir so nicht herausfordern. Auf gar keinen Fall. Unser Schiff ist beschädigt. Wir fliegen erstmal zum Raumhafen. Vielleicht gibt es dort was Gutes. Dann, keine Ahnung. Vielleicht müssten wir zum Schwarzmarkt und dann darüber und dann... Halt, das wird ja super. Vielleicht können wir hin und her und dann irgendwie... Ah, wir fliegen erstmal nach Tower, weil das kann ich jetzt nicht. So, ich habe auch Borate. Sehr gut. Wir brauchen sehr viele Borate, damit wir weit springen können. Das gehört in Logos. Können wir viele Ressourcen mitnehmen? Ja. Ich würde hier noch Eisen und Kupfer mitnehmen, bevor wir bei der Basis landen. Ich würde noch ein paar Borate reinschmeißen. Quatsch, 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 Quatsch. Gut, das war knapp. Wir müssen das unbedingt vermeiden, nicht dass Sigopern irgendwas geschieht. Geringes Risiko, Temperatur senkend. Hier sind Silikate, leichte Erdbeben. Nee, ich werde gern was Besseres. Besonders Erdbeben sind schlecht. Simon geht's gut. Okay. Grau bedeutet das angeschlagen, gelb nicht. Gelb ist gut. Okay, hier gibt's Eisen, da gibt's einen Wrack. Keine Mitsurani. Wenn es ein Wrack ist, dann würde ich Kirsten noch schicken. Wir nehmen Eisen mit. Runter mit uns. Durchschnittliche Gravitation. Und stopp. Stopp, 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 stopp. Ich bin beim Wrack gelandet. Sieht sicher zum Borden aus. Ich betrete das Alienschiff. Wie nicht anders erwartet, ist es nicht für Menschen gebaut. Selbst wenn es keine Schlagseite hat. Ich sehe viele Leichen herumliegen, aber ich glaube nicht, dass sie beim Absturz gestorben sind. Ihre Bäuche sind aufgeplatzt. Ich will gar nicht wissen, was da herausgekommen ist. Außerdem ist es heiß hier drin. Viel zu heiß. Ich kann mir nicht helfen, aber das Wort Brutkammer kommt mir in den Sinn. Kein schöner Gedanke. Untersuchung fortsetzen? Jupp. Ich glaube, ich befinde mich im Maschinenraum. Er ist... Oh nein. Er ist voller Eierbeutel, Hunderte, Tausende. Schleimlinge, grüne Hülsen, die an allen Oberflächen um den immer noch laufenden Antrieb herumkleben. Ich höre ein Trippeln in der Dunkelheit. Wie Regen. Denn ein Fenster trommelt. Haben wir irgendwas, das uns hier helfen könnte? Jep. Ungezieferspray. Okay, okay. Es wird schon schief gehen. So viele Eierbeutel... Sie springen auf, wenn ich daran vorbeigehe. Nein, 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 Spinnen, Spinnen. Oh Gott, sie sind überall. Ich hasse Spinnen, tut mir leid. Ich kann das nicht. Nicht einmal, nicht einmal. Ich muss zum Länder zurück. Zurück zum Länder. Tut mir leid. Na super. Okay, wichtig für uns. Kirsten hat Angst vor Spinnen.
Sie Archäologin hätte das bestimmt hinbekommen. Ausgrabungsstätten findet man bestimmt Spinnen. Da ist viel Eisen. Ja, eins noch. Gut, weg hier. Mehr brauchen wir nicht. Ich will nicht mein Schiff kaputt machen. Okay. Eisen haben wir hier. Ich könnte ein bisschen was verbauen. Obwohl, wenn wir schon hier sind. Packen wir das, also fliegen wir doch gleich in die Station. Wupp. Es gibt halt noch Borate und Silikate, die. Oder wird das andere? Undock-Vorgang abgeschlossen. Willkommen. Gibt es hier Gerüchte? In unseren himmlischen Isolationstanks könnt ihr zwischen den Sternen schweben und eure Sorgen mit der Dimension der Unendlichkeit vergleichen. Die meisten verlassen die Tanks mit stark verringertem Selbststressgefühl, nur wenige mit eindeutigem Zeichen eines sich anbahnenden Wahnsinns. Okay, gibt's Arbeit für mich? Im Moment gibt es nichts, was wir Logos von euch benötigen. Okay, dann Service. Schiffswerft. Strahlung exotisch mit längerer biotopische Subraum. Die haben keine Waffen. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen dann weiter zum Schwarzmarkt. Nicht gut. Okay, wir kaufen das Gel. Aktiven Scanner könnten wir auch noch verwenden. Oh, und wir könnten ein paar Sachen reparieren. Hitzeschild können wir reparieren. Wäre mir wichtig. Ja, Hitzeschild repariert. Schiffsantrieb. Wir verschwenden wieder sehr viel Antrieb, also Treibstoff. Okay, warte. Auffüllen, Händler, Händler. Wir wollen immer den Schädel haben. Und die schöne Matela Dracunculus. Aber nicht dafür. Wir geben erstmal das hier und sehr viel Eisen. So, dafür kriegen wir nämlich, glaube ich, 30 pro Stück. Das sind dann, nicht 600. Was sage ich denn da? 30 pro Stück. Ich bin so schlecht, das ist ja Mathematik, Kopfrechnen. 150. Dann noch 11 Eisen, wenn wir sagen 20 pro Stück. 220. 300. Machen wir mal 400. Da gibt es ein Angebot. 260. Wir gehen auf 300. Perfekt. 300 ist okay. Wir werden dies als gerechten Handel. Wollt ihr noch Borate? Wollen sie für 16? Borate brauche ich aber. Ich könnte euch hier Wasserstoff anbieten. Für eine volle Treibstofffüllung eines Schiffs. Ja, 33. Trotzdem, wenn wir auf 40 hochgehen. 34, okay. Dann höher geht's nicht. Ist in Ordnung. Ist ein bisschen mehr als die Hälfte eines kompletten Auffüllung. Wir werden dies jetzt gerechten Handel. Okay, dann zeigen wir euch noch das schwarze Bächchen. Nee, die Xaquindi-Proben. Immer wieder steigen Kinder in die Labyrinthe der Xaquindi hinab. Wir verstehen das, können es aber nicht gutheißen. Ach, die waren das. Okay. Dann, was das? Dankeschön. Mehr können wir hier nicht. Ich kann die nicht herausfordern. Nee. Können wir einen Bergbaulaser variieren, aber. Ich kann auch mein Schutzschild nicht reparieren, wie scheint. Ist der kaputt? Nicht mehr kaputt, oder wie?
Doch, der ist... Er ist schon stark beschädigt. Ich glaube, der Treibstoff reicht bis Dingens. Wir können ja hier noch ein paar Sachen abbauen, dann schauen wir weiter. Nur noch einen Augenblick, bevor ihr uns verlasst, Kinder. Hier. Ein Geschenk der Logos, auf das ihr die Sterne eurer Heimatwelt wiederseht. Ich wünschte, wir könnten mehr tun. Aber nehmt dies. Wie nett von euch, ihr Widerwärtigen. Ich verachte euch. Geht in Frieden, Kinder. Das ist kein Zufall. Am ersten Mal dachte ich, nicht mal richtig, aber ich hatte noch kleine Hoffnung, dass es ein Zufall war, aber nein. Die geben uns verseuchte Tanks mit. Voll mit Absicht. Aber warum? Ich meine, sie verbreiten damit selbst den Schwarm. Ist ein gelockt, sehr schön. Warum wollen sie, dass der Schwarm sich verbreitet, wenn sie auch gleichzeitig daran bestrebt sind, ihn zu beseitigen? Sagen die, also wollen sie damit einfach nur ihre Existenz, ihr Eingreifen, ihre Macht, die sie dann überall beanspruchen, damit begründen? Dass sie sagen, hey, ja, wir kümmern uns um den Schwarm. Hier, nehmt das. Oh, ihr seid verseucht? Dann schneide ich mal in euren Körper hinein. So ungefähr. Ich habe den vertraut. Also, Missionsprognose, Blitze, Blitze. Hier sind Borate, deswegen. Da sind leider Blitze drauf. Wir schicken... Simon. Der kriegt das hin. Wichtig, Borate, Kupfer, Nebensache. Dann verkaufen wir das Kupfer wieder hier. Und tanken nochmal auf und dann geht's weiter. Obwohl, vielleicht nicht auftanken, das sehen wir dann. Durchschnittlich, arktisch. Und abbremsen. Runter. Da runter, runter, runter. Ah Gott, Konvektion stark. Das macht's schwieriger. Und auf dem Brocken auch noch. Na super. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Jetzt muss ein Blitz sein. Au, 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 au. Wir haben keinen Blitz. Also, ja, da hat er uns der Blitz getroffen. Also unser Schild mal deaktiviert. Schiff deaktiviert. So. Ich hatte jetzt viel Treibstoff, aber Borate sind wichtig für das Manöver, das wir jetzt vorhaben. Sehr gut, und weg hier. Vielleicht können wir noch zum Kupfer. Autsch, Tankanzeige defekt, Schiff ist ausgefallen und abfangen. Gut. Ja. Schnell rüber. Oh Gott, doch nicht rein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Autsch. Ich meine, das Kupfer ist halt viel wert. Deswegen nehme ich es mit, nicht wegen dem Reparieren. Okay, der ist am Hang, das ist gut. Vielleicht drückt uns sogar der Wind nach oben. Oh, Kopf verschlissen. Okay, weg hier. Mit dem Wind. Kein Treibstoff mehr, Lebenserhaltungssystem, kein Treibstoff mehr. Das kriegen wir hin. Aber er ist nicht verletzt. Das ist in Ordnung. Dann geht's weiter für uns. Ja, wenn Siopan gesund wäre, dann würde ich einmal an der Sonne vorbeifliegen, aber das ist zu risikohaft jetzt gerade. Hm.
Machen irgendwas, was sie, mit dem wir sie heilen können. Deswegen würde ich hier nochmal an der Schiffswerft vorbeifliegen und schauen, ob es da was gibt. So, Missionsprognose tödlich. Gravitation hoch, leichte Erdbeben und nur Carbonate leicht. Ne, weg hier. Wir fliegen zur Schiffswerft. Wir haben sowieso einiges an Zeug dabei. Sehr viele Borate. Damit können wir, glaube ich... Ich weiß nicht, ob wir alle Sprünge damit machen können, die wir bräuchten. Wir können schon einige machen. Vielleicht geben sie mir noch einen Tank. Andock-Vorgang abgeschlossen. Ja, ich hätte gern Service, und zwar, Shop. Ein Heilmittel, warte, was hat sie alles? Sie hat Verbrennungen und, gebrochene Rippen. Es hilft nicht. Es hilft gegen die Rippen. Ja, wir könnten es kaufen und einmal an der Sonne vorbeifliegen. Würde ich machen, ja. Gut, dann notfalls aktiver Scanner können wir mal aktivieren. Bei schwach ausgesetzten Mizorani-Befall, ist mir egal. So, Shop. Ja, nicht Shop, Händler. Einmal Kupfer. 3, 6, 9, 12, 120, wir machen mal 200. Genug, wir können nicht noch mehr Zeit für diesen sinnlosen Wandel. Okay, vielleicht jetzt Kupfer. 3, 6, 9, 12, wir machen genau 120. Okay, der will nicht. Mist. Dann auflegen. Nicht wahr? Subraumscanner. Subraumscanner könnte weiter springen, aber... Oh, auffüllen wollte ich noch. Schiffstreibstoff. Ja. Das war wichtig. Und auflegen. Möge euch euer Weg zurück in die Heimat führen. So, kann ich sie jetzt heilen? Ja, ich könnte eine Stärkung vertragen, absolut. Es geht mir viel besser. Gebrochene Rippengehalt. Sie hat immer noch die Verbrennungen, aber wir können jetzt einmal an der Sonne vorbei. Und dann sind wir hier auch aus dem System weg. So, dann einmal zur Sonne. So, das mache ich nur für dich, Zuse. Der Funksignal verstärker defekt. Ash, Malhotra, husten. Autsch, das tat weh. Unser Schiff hatte ganz schön was abbekommen. Kann ich es mit Kupfer ein bisschen reparieren? Ja, ein bisschen. Kaufen konnte ich es jetzt sowieso nicht. Wir schauen jetzt mal. Zuse, bist du jetzt glücklich? Das haben wir nur für dich getan. Zuse ist eingeschlafen. Na super. Wir sind extra an der Sonne vorbeigeflogen und Zuse hat geschlafen. Okay. Auch nicht schlecht. Sie werden ja so schnell erwachsen. Schon so alt, dass sie den Mittagsschlaf macht. Super. Wir fliegen weg. Wir können unser Schiff in der Schiffswerft reparieren. Im Schwarzmarkt. So, wir müssten jetzt dafür einmal... Da können wir direkt darüber nach Zeta. Da gibt es Eisensilikate, das ist nicht schlecht. Und wir haben irgendein System verloren, ich weiß gerade nicht welches. 22. Okay, perfekt, dann schauen wir mal. Datenbrücke.
Ihr Schiffsscanner. Struktur- und Gefahrenscan nicht verfügbar. Gerade die Sachen brauche ich. Gefahrenscan ist nicht so wichtig, glaube ich. Aber Strukturenscan ist mir wichtig. Und stimmt, wir haben ja noch seltsame Energiemesswerte. Und ich habe doch noch einen Scanner. Aktiver Scanner. Ich kann das... ja, weiß nicht, was wir draußen finden. Bam. Datenbank und Karte aktualisiert. Ich glaube, ich habe da was. Treibendes Schiffswrack gefunden. Sternsystem Zeta Reticuli. Biotop gefunden. Planet Sinekefe. Wer ist das? Wer ist das? Seltsame Energiemesswerte. Perfekt. 01100100 und die anderen Zahlen lese ich nicht vor. Transcom-Fehlfunktion. Versuche zu kompensieren. Ja. Ganz ehrlich, das sieht nach Dingenscode aus. Den würde ich sogar, ich würde mir die Zeit nehmen, den zu übersetzen. Okay, wir haben es übersetzt. Es bedeutet, die Morgendämmerung geht auf das Lichtfeld. Ich glaube, so war das nochmal, oder? Genau. Ich habe es mir richtig gemerkt. Vier Worte, fünf Worte. Genau, die Morgendämmerung geht auf das Lichtfeld. Das ist gut, aber wer seid ihr? Oh. Weitmoral gesehen. Wie gebe ich denn denn? Weitmoral gesehen. Oh, perfekt nach Fliege. Summ. Was? Weitmoral gesehen. Oh. Perfekt. Fliege, Summ. Verschwommen. Viel. Kohärent laufen binär. Poetisch tröte müssen wo. Hm? Habt ihr Arbeit für uns? Wie? Viel geblickt und Schwamm erwischt dunkel. Ah. Kann ich euch den Schlüsselstein zeigen? Oh Gott. Wütender Abgrund, Totem, Jericho. Wütender Abgrund, Totem, Jericho. Ich glaube, das war nicht gut. Ich habe da so ein kleines... so ein Gefühl. Dann müsst ihr verschwinden. Wer mich angreift, verdient nur Schmerz. Und plopp. Tja. So, was haben sie dabei? Vielleicht hilft uns das. Okay, sie bestehen aus Sulfate. Und aus Phosphaten. Das hilft mir. Ihre Schwäche sind Bergbaulaser. Oh, ich muss hier aufpassen. Okay. Emissionsprognose Fehlfunktion. Okay, wir sterben also. Ich würde mich beim Ausliefern dieses Päckchens wohl fühlen, wenn ich wüsste, was drin ist. Na gut. Hier gibt es Eisen, es gibt ein Biotop, das ist wichtig. Da schicken wir nämlich Ash rein, der fast tot ist. Wir schicken Ash lieber nicht rein. Er ist ja fast tot. Atmosphäre dicht, das hilft uns bei der Gravitation. Konvektion ist stark. Ist ein Ozeanplanet, wie es scheint. Ja, da können wir nichts abbauen, oder? Ja. Irgendwie könnte ich mal auf Felsplaneten was abbauen, na super. Nicht mehr für das Biotop würde ich hinfliegen. Nö. Weg hier. Zu gefährlich. So, knapp an der Sonne vorbei, aber weg von der Strahlung. Was haben wir denn hier? Und wer war das? Ein Zubek! Oh. Ist leider weggeflogen.
Was ich mich immer gefragt habe. Achso, das war die Musik. Kann ich? Oh, bitte nicht schon wieder. Ein armes Schiff. Das Feuer ist normal. Luftschleuse verbunden, EV1 bereits am Boden. Scheint alles ruhig zu sein. Das Schiff ist in einem schlechten Zustand, aber ich sehe nichts Gefährliches. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber es könnte sich lohnen, es im Labor zu untersuchen. Es ist ein blinkendes Gerät. Ich hab's. Ich kehre zum Schiff zurück. Okay, es bringt nichts, dann weg hier. So, dann mal rüber zum Eisplaneten. Wenn diese Infektion nicht bald besser wird, fange ich noch an, wahllos Schimmelpilze zu lecken, bis ich ein Heilmittel finde. Ich meine, wir haben Pflanzen dabei. Vielleicht haben wir ja Heilmittel. Ich meine, wir könnten damit anfangen. Hier, Matela. Vielleicht kann ich Medizin herstellen. Ja, versuch's mal. Flesus-Schleimbandagen. Oft mich, wenn wir was finden. Okay. Schleime, die wir während... Okay, das ist falsch. Vielleicht kann Astuse Medikament herstellen. Yggdrasil-Zweig, das hilft mir nicht. Ah, wir haben doch eine Arminierung für unsere Außenhülle. Können wir nicht verwenden. Die scheint auch in Ordnung zu sein. 88%, wunderbar. Plesus-Schleimbandagen. Kalt, unangenehm, aber mit rapider Heilwirkung. Es wäre super für sie. Und dort aus EP, Hallöchen. Hallöchen, während ich hier versuche, ein paar Sachen hin und her zu schieben. Und irgendwie mein Schiff kampffähig hinzubekommen. Ach stimmt, wir haben noch das hier. Das blinkende Gerät. Das kommt mir bekannt vor. Woher? Also ich meine, wir hatten ein anderes blinkendes Gerät, aber das sah nicht so aus. Wenn es dir bekannt vorkommt, dann go for it. Notfallsender erhalten. Das ist nicht schlecht. Schwäche zu zeigen klingt nicht nach einer guten Idee. Wir schreien nach Hilfe. Super. Der Weltraum ist groß. Wird uns jemand hören? Niemals Schwäche zeigen. Niemals kapitulieren. Das hier ist keine gute Idee. Wir behalten die... Obwohl... Das wäre super für sie, aber Ash ist ziemlich... angeschlagen. Was war das nochmal? Gel. Obwohl, wir haben Gel für sie. Dann machen wir Gel bei ihr. Wenn ich gewusst hätte, wie gefährlich das ist, hätte ich keine Shorts getragen. Ja. Du bist geheilt. Und ich würde jetzt noch den Plesus-Schleim bei Ash anwenden, weil noch eins und der ist tot. Es geht mir viel besser. Wunderbar. Das hat er sich selber hergestellt. Jetzt ist noch drei Sachen, aber ist in Ordnung. Okay, perfekt.